Alles klar, SCP-847, auch genannt das Mannequin oder die Puppe, ist ein bisschen unbekannter, aber endlich hat mal jemand ein Spiel dazu gemacht. Ich habe, by the way, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich habe das gesehen und instant runtergeladen, weil SCP steht drauf. Persönlich weiß ich nicht wirklich viel über SCP-847. Ich weiß nur, es ist eine Puppe mit weiblicher Erscheinung, die aber auch menschliche Organe teilweise hat und sich immer relativ freizügig kleidet. Und wenn sie einem Mann gegenübersteht, dann kann man sie in bestimmte Posen bringen und eventuell, wer weiß, auch gewisse Dinge damit machen. Mehr als das will ich jetzt nicht sagen, ansonsten wird dieses Video safe demonetarisiert. Und wenn sie einer Frau gegenübersteht, dann würde ich laufen, wenn ich die Frau wäre. Und jetzt hat eben jemand mal ein Spiel dazu gemacht und ich hasse Mannequins wie die Pest, deswegen wird das hier mein Albtraum. Und da sind wir auch direkt, es gibt kein Intro, keine Vorgeschichte, was hier abgeht. Ich bin einfach in einem Kleiderladen, es sieht zumindest aus wie ein Kleiderladen und es ist ein teurer Kleiderladen, denn da steht Chanel. Taschenlampe an und erstmal gucken, was hier so abgeht. Das ist, glaube ich, ein Schaufenster, das heißt, hier ist der Ausgang, den ich natürlich nicht benutzen kann, aber ich kann meinen Kopf reinstecken, das ist doch schon mal was. Was bitte ist hier los? Ha? Das ist... Ist das 847? Bist du 847? Sie ist zumindest weiblich. Oh, ich hasse Puppen so sehr. Mann, hier ist eine ganze Armee. Unter einem Laken. Okay, ganz viele verschiedene Kleidungsstücke. Hier kann ich nicht durch. Und erstmal der Check. Ich glaube, ich bin männlich. Der Körperbau sieht männlich aus. Das heißt, ich habe nichts zu befürchten. Oh, hat sie vorher schon in die Richtung geschaut? Das geht nämlich direkt zur Tür, ihr Blick. Ich habe keine Ahnung. In den Keller also, ja. Es erscheint eine absolut fantastische Idee zu sein. Okay, alles klar. Hier muss ich safe noch rein. Aber die geht aktuell nicht auf. Was ist denn hier passiert? Warum ist hier Wasser? Weißt du, oben rum so richtig geleckt? Chanel und sowas, richtig Kohle reingesteckt. Und hier unten, keine Ahnung, sieht's aus wie in einem verlassenen Bunker. Ist es nötig, dass der Gang so lang und so dunkel ist? Wie arbeiten die Leute hier? Und das ist ungefähr das Foto von der SCP-Seite, wie 847 entdeckt wurde. Ich bin tot. Wobei, bin ich nicht, weil wenn ich männlich bin, habe ich nicht viel zu befürchten. Bist du 847? Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum ich nach hier kann. Ein Schlüssel. Es ist also so ein Game. Ganz toll. Wundervoll. Der Sound, yo. Ich meine, ich verstehe ja, dass das so ein Stock-Soundeffekt ist. Aber Gott, ist das ein guter Stock-Soundeffekt. Und der Gang ist anders, oder? Der war vorher nicht so lang. Das halte ich definitiv für ein Gerücht. Ich gehe nochmal kurz hoch, weil ich habe so das Gefühl, hier fehlt jetzt jemand. Nee, es sind alle noch da. Sogar sie, die sich bewegt hat. Der Schlüssel ist nicht für hier, ne? Nee, der ist für die Tür unten, wo das Rad dahinter ist. Das heißt, das drehe ich dann, lasse damit das Wasser ab und kann dann von da aus weiter. Heilige Güte. So. Ey, ich bin männlich. Ja, du kannst mich sehr gerne leben lassen. Ach so, das ist für den Generator. Das ist nicht, um das Wasser abzulassen. Das ist für den Generator. Kannst du das Gekichere lassen? Ich meine, komm doch her. Ich bring dich in eine gute Pose, okay? Ich bin männlich, du darfst mir nichts machen, laut deiner Beschreibung. Außer ich bin nicht männlich, dann habe ich ein Problem. Und jetzt auf einmal ist Ruhe. Wir haben tatsächlich Strom und Licht, dass ich das noch erleben darf. Und alle Ladies sind noch hier. Ja, toll, aber hier ist kein Licht, Mann. Warum können die sich keine Glühbirnen oder Lampen für den blöden Gang hier leisten? Ich werde nochmal richtig springen, ich weiß es ganz genau. Das hier ist exakt das richtige Spiel dafür, dass man einfach Krach macht und mich damit erschreckt. Ich weiß es sowas von. So, jetzt läuft die Pumpe.
Richtig? Jetzt kann ich das blöde Rad drehen und damit das Wasser ablassen. Open. Ich kann mich nicht umdrehen dabei. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, das ist sie. Das ist 847. Siehst ein bisschen anders aus, als ich gedacht habe, gute Lady. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch männlich. Ich habe nichts zu befürchten, korrekt? Okay. Jetzt haben wir sie gesehen. Wir wissen, wie sie aussieht. Das ist 847. Es ist 847, nicht 874. Ich verwechsel hier. Nix. Ist das noch nicht weit genug abgelassen oder was ist los? Jetzt geht's. Die unsichtbare Wand ist einfach verschwunden. Okay. Ja, ja, ja. Stock Sound Effects. Da ist sie. Und sogar die Geräusche passen. Das sind die Geräusche, wo es dann im Artikel hieß, woran man erkannt hat, dass das keine normale Puppe ist. Das Geweine. 847? Und auch ein Spiegel. Ja, weil 847 hat ein ganz großes Problem mit, also, ich versuche mal das irgendwie kurz zu erklären, weil wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Also, zum Beispiel, sie hat Kontakt mit einem Mann und der sagt dann, ja, ihre Nase gefällt mir nicht so. Dann macht sie ihre Nase kaputt, weil sie davon besessen ist, perfekt zu sein. Und deswegen greift sie auch Frauen an, weil sie die für perfekter hält als sich selbst. Irgendwie sowas, wie gesagt, ist ein bisschen unbekannter, das SCP. Aber eine sehr, sehr coole Idee. Und jetzt muss ich irgendein abgefahrenes Rätsel lösen. Hier ist ein Keypad. Okay, hier ist ja eine Tabelle, was für was steht. Und hier sind Symbole. Okay, hier ist das mit einem Zahnrad. Das ist dann, wenn ich es finde, heute noch bin ich blind, ich sehe es nicht, da oben. Das ist ZX. Und ZX steht dann für 17. Okay, das heißt, ich muss das doppelt übersetzen. Dann das und dann das hier auf dem Boden, korrekt? Es sind also drei Zeichen, die dann wieder übersetzt werden und daraus Zahlen ergeben. Ist das korrekt? Es ist die 17, 8 und die 11. Das Symbol hier ist egal, es geht um das hier. Kann ich tippen? 17, 8, 11. Ist das richtig? Ja, correcto mundo. E, F, G, H, escape. Es sind 5 Stellen. Okay, was habe ich übersehen? 17, 8, 11, 1. Nein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, okay. Was habe ich übersehen? 17, 8, 11 und dann hier. Aber ist das am Anfang oder am Ende? Ich setze es mal an den Anfang. Was? You serious? Die richtige Reihenfolge ist erst das Symbol, dann das und dann das. Warum fängt's nicht hier an? Oder hier? Warum fängt's hier an? Ich schätze, das ist die Wand mit der Tür, aber meine Güte. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Aber die Tür geht automatisch für mich auf. Und jetzt sieht's aus wie eine Leichenhalle, Mann. Ja, da wollte ich eh nicht rein. Alles gut, die ist offen. Da wollte ich rein, ja. Schon die ganze Zeit. Okay, lehnt euch zurück. Gleich kommt irgendwas den Gang runter. Komm schon, 847. Ich weiß, du hast Bock. Ja, da ist sie. Hi, schickes Hello Kitty Shirt. Irgendwas. Copyright. Die hat mir gerade ein Körperteil geklaut. Ich dachte, das macht sie nicht, wenn du ein Typ bist. Oder war ich kein Typ? Oder ist das einfach nur sehr frei interpretiert? Oder habe ich es nicht verstanden? Und wo bin ich? Ist das hier die Hölle? Ich glaube, das ist die Hölle. Vielleicht ist es auch der Himmel, weil das goldene Licht. Ist das Gott? Eventuell. Oder der Overlord des SCP-Universums. E zum Interagieren. Natürlich will ich mit dem komischen Ding quatschen. Kannst du mich verstehen? Sehr gute Frage. Vielleicht? Ja. Woher hast du das hier gelernt?
Ich höre zu. Okay, das Ding kann unsere Sprache, weil es zuhört. Wie alt bist du? Wer stellt denn die Frage? So alt wie nötig. Okay. Weißt du, wer ich bin? Ich bin so ein Ding, was sich Mensch nennt. Und die Kollegen nennen mich Doktor. Okay, ich bin also von der Foundation. Alles hat angefangen mit einem Püppchen, was mich erschrecken will, und jetzt bin ich hier und stehe vor Gott selbst oder was auch immer. Wie erleuchtest du Menschen? Ich bringe ihnen Dinge bei. Wir drehen uns im Kreis. Was denn zum Beispiel? Alles, was er gelernt hat. Es. Man sollte eigentlich eher sagen es. Na, das ist irgendein Wesen. Was meinst du? Okay, diese Geräusche, die wir benutzen, sie sind limitiert. Aber das Ding kann mich direkt erleuchten. Das heißt, nicht durch Sprache, sondern durch Telepathie oder so. Im Moment möchte ich das nicht tun. Kann ich noch ein paar weitere Fragen stellen? Ist das dein Ernst? Du hast vielleicht die Chance, das ganze Wissen des Universums zu bekommen und sagst nein? Okay, das Ding liefert Antworten. Wird das zu meinem Tod führen, diese Erleuchtung? Es nennt es nicht Tod. Okay, das ist die Konsequenz, wenn man nicht ausreichend ist. Geht das nicht, indem wir einfach reden, hm? Okay, das Ding will mich erleuchten. Wenn ich das nicht will, hat es keine Verwendung für mich. Okay, und jetzt bin ich hier. Ich hab... Und ich bin weiblich. Ich dachte, ich wäre männlich. Aber ich habe halt nur die untere Körperhälfte gesehen. Ich bin weiblich. Das heißt, ich musste die ganze Zeit Angst vor dem Ding haben. Jetzt habe ich ein Loch im Bauch, weil es meine Organe geklaut hat. Oder mich halt angegriffen hat. Und ich habe die Weisheiten auf Gottes Niveau abgelehnt. Ich komme hier nicht lebendig raus. Aber ich muss es versuchen. Denn hier ist direkt die Treppe. Die Puppe wird nicht nochmal kommen, oder? Sie hat sich geholt, was sie braucht. Weil immer wenn was kaputt geht, dann holt sie sich's von woanders. Ah, ich werde auch zur Puppe. Stimmt. Da war ja was. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das war's. Das heißt, alle, die hier sind, alle Puppen, die ich gesehen habe auf meinem Weg, sind ehemalige Menschen, die verwandelt worden sind. Deswegen waren die auch alle weiblich, die Mannequins. Jetzt macht's Sinn. Und das Ding war SCP-606. Okay, ich muss gleich nachlesen, was 606 ist. Aber ein paar der Mannequins waren, glaube ich, auch männlich. Ich habe nicht genau drauf geachtet. Aber ich glaube, ein paar davon sind männlich. Nee, ich dachte vielleicht die hier, aber die sind auch eindeutig weiblich. Es sind alles weibliche Mannequins. Das war jetzt nicht das krasseste Horrorspiel aller Zeiten, aber zumindest war es poliert, es ist nicht abgestürzt, ich bin nicht in eine Wand geglitscht. Das ist eigentlich schon mal was für diese kostenlosen Horrorspiele, die man einfach so runterladen und spielen kann. Und hey, endlich mal ein unbekannteres SCP. War im Endeffekt jetzt eigentlich gar nicht so übel und ich habe mich einmal richtig hart erschrocken. Das musste auch mal wieder sein. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich habe sie ja vorher schon gehasst, aber jetzt mag ich Mannequins noch weniger.